Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's definitiv nach Damaskus und wir treffen dort unseren Auftraggeber. Viel Spaß beim Zuschauen. Das ist noch ein ganz schöner Weg, meine Güte. Auch eine kleine Ortschaft hier unten. Oh mein Gott, hier gibt's so viel zu entdecken. Nein, das war nicht unser Plan, Minjung. Genau. Muss ich denn jetzt eigentlich lang? Ich muss da lang? Nee, muss ich nicht. Wo muss ich denn jetzt lang? Warte mal. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, war das denn wirklich notwendig? Nee, eigentlich nicht. Ach, komm schon. Muss ich hier durch? Kann es dann aber aus, okay. Ja. Mir dünkt, dass die Pferde hier allgemeine Transportmittel sind und eigentlich die niemandem gehören. Kann das sein? Oder ist es Diebstahl, wenn ich ein anderes nehme? Vorsicht. Oh, komm schon. Alles Feindgebiet hier oder was ist das? Na, aber hallo. Ich mag jetzt nicht. Sonst komme ich nie in Damaskus an. Hier gibt es so viel zu entdecken. Aber ich muss ja meine Ehre wiederherstellen. Jetzt weiß ich nicht mal, ob ich richtig bin. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Lauf, Pferdchen, lauf! Hauptsache, das Ding wirft eigentlich irgendwann ab, wegen Erschöpfung oder sowas. Checkt man direkt. Damaskus. Sieht gut aus. Ein richtig Pferd. Weiter. Ja. Tut mir leid. Nein! Oh, das war knapp. Ach, man kann auch vom Pferd aus schlagen, wie ich gerade sehe. Bin ich eigentlich immer noch richtig? Das sieht doch ganz vielversprechend aus dort. Eine Stadtmauer? Oder was ist das? Nein, das ist keine Stadtmauer, das ist ein Felsen. Geht es hier nach Damaskus? Militärlage? Ich habe die Flagge sehr wohl gesehen. Aber ich möchte jetzt tatsächlich erstmal nach Damaskus. Und ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Gut, die nehmen wir mal mit. Scheint unbewacht. So wirklich verstehe ich unten diese Sequenzlinie nicht. Ich habe Damaskus erreicht. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Das habe ich auch mal gehört. Räumen Sie Bogenschützen und Wachen aus dem Weg. Fällt mir gerade was ein. Moment. Option. Audio. Musik drehen wir mal ein bisschen runter. Das mache ich jetzt wie? Sprachlautstärke ebenfalls auf 7. Das auch auf 7. Weil ich doch festgestellt habe, dass es teilweise sehr, sehr laut ist. Das war wieder 8. Okay. Wow. Wie geil sieht das denn bitte schön aus?
Kriege ich die nicht irgendwie komplett drauf? Moment, komm mal mit. Nee, nicht so wirklich. Irgendwie schon Hammer. Für die Zeit. Das Spiel macht mich ein wenig sprachlos. Ich habe gar nicht mit so viel gerechnet. Wow. Bürger, die sich vor Soldat retten, an dem ging es. Okay. Okay. Tun so, als wenn die... Ach so, das meinen die damit. Okay. Absteigen. Bitte! Ihr tut mir weh! F. Ich hab doch nichts Falsches getan! Warum tut ihr das? Haltet euch fern von mir! Ungläubiger! Ungläubiger! Hier wirst du sterben! Wow! Aua! Nein, doch nicht wegstecken. Na komm her. Wetten doch. Drücken Sie F. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ja. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Und das bringt mir jetzt genau was? Das ist ein böses Omen. Achso, alles klar. Ja, na denn. Lass mich. Ich muss dahin. Wer könnte das getan haben? Okay. Wow. Ja, geht mal weg. Ich bin heilig. Irgendwie. Sehr cool gemacht. Guckt euch mal das Pferd an. Rotzfrech. Geht mal weg. Mein Gott, so viel zu entdecken. Soll ich es wagen? Angeber. Ja, mehr als schief gehen kann es nicht, wenn ich lade die Sequenz einfach nochmal neu. Ich glaube, er hatte von... Mann, du nervst. Der letzte? Ich glaube schon. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Ein Mörder auf freiem Fuß. 1 von 12. Das ist das Assassin's Creed, was mir in Erinnerung hängt. Nee, so funktioniert das nicht. Kann der Werte Herr eigentlich springen? Nein, schwimmen? So rum?
vermute jetzt mal ganz stark nicht. Was ist das? Du kannst ja ruhig rauskommen. Ich tue dir nichts. Ich meine, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt will ich da auch irgendwie hin. Komm hoch. Ich trau mich nicht. Ich habe Schiss, dass er springt. Meine Güte. Komm hoch. Genau das meine ich nämlich. Gott. Eine von 100 Sarazenflaggen. Natürlich. Habt ihr ein Rad ab oder was? Hätte ich da hingemusst? Um wieder hochzukommen? Ja, sieht ganz schön nach aus, ne? Zieh dich hoch. Nasse Füße mögen wir nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Tut mir leid. Oh, schon wieder der Mist. Passt auf, wo ihr hintretet. Ja, nein, nicht hinsetzen. Guckt euch das mal an hier unten in der Kanäle. Oh mein Gott. Also bei der Masse an Flaggen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind das schon mal drei verschiedene Arten und zwei davon zu je 100. Das kann ich nicht im Let's Play bringen. Also wie gesagt, was mir über den Weg läuft, was ich sehe, werde ich holen. Ansonsten ist es einfach egal. Was ist das für ein komischer Rauch? Brennt das hier irgendwo? Gehen wir mal hoch. Der war sehr toll. Super gemacht. Gehen wir mal da lang. Nein, du sollst dich nicht hinsetzen. Oh, Alter. Alter, ihr. Wie kann man sich das Altern abgewöhnen? Komm mal hoch hier. Weiter geht's. Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Nee, es brennt nicht. Hier verheizt eine... Schädliches... Was bist du denn? Informantenherausforderung. Mich dünkt es, dass der gleich abhauen wird. Warte mal, ich versuche mal erstmal rüber zu gehen. Riechst du mich oder woher weißt du, dass ich hier oben bin? Nein. Böse. Friede sei mit euch, Altair. Ich dünkt, ihr seid auf der Suche nach Informationen, die euch gegen Tamir helfen werden. Ich kann euch nicht helfen, aber bei ihr vielleicht. Er sollte nicht weit von hier sein. Wer ist Tamir? Bei ihr? Oh Gott, ich hätte erstmal zu meinem Auftraggeber gehen sollen. Und was ist zum Teufel... Warte mal. Nee, komm, 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 gib Gas. Da hinten ist irgendein Zeichen. Ach du Scheiße. Ich stehle doch gar nicht. Gibt's Hunde? Wir haben doch... Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Was hab ich für dich getan? Seid gegrüßt, mein Freund. Wenn ich euch helfen kann, egal wie. Das ist noch so eine Informanteninformation. Jetzt hört's aber auf. Nein! Hinter mir! Och, scheiße. Das ist doch nicht derselbe, oder? Bist du derselbe? Oh, man hat euch entsandt, wie? Eine interessante Wahl, aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Okay, das ist jetzt irgendwie alles total aus dem Zusammenhang gerissen. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich zu meinem ursprünglichen Ziel komme. Ich nehme an, der Gelehrte soll es sein? Nee. Ich meine, irgendwie muss ich doch zum Königreich, zum Königreich. Wir gehen jetzt erstmal auf den Aussichtspunkt. Aber irgendwo, ich soll doch hier jemanden treffen in Damaskus. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wer das war. So gut ist meine Erinnerung leider nicht mehr. Oder war das dieser Tamir? Des Büros? Ist ja egal, wir klettern jetzt erstmal hoch hier. Oh Gott.
Warum macht er das? Ja. Weil leider kein Weg nach oben führt, außer dieser. Oh oh. Gar nicht hoch. Nein, nicht hoch. So, Checkpoint mehr oder weniger erreicht. Weiter geht's. Gehst du mal bitte hoch? Na also. Oh. Viertel von Damaskus. Okay, und jetzt soll mir das ein Büro zeigen. Tabulator drücken für die Oh Gott. Das da ist belauschen. Taschendiebstahl. Büro. Das ist doch mal. Irgendwo da hinten. Ne, warte mal, erstmal runter. Längeres Kribbelgefühl. Nein, doch nicht den Bürger schlagen. Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist für mich. Okay, der hat besessen. Manu, fall schon. Komm mal her. Ich danke euch. Ja. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ja, irgendwann. Ich muss jetzt erstmal weg. Wer seid ihr denn? Bürger gerettet, Anfälle. Was seid ihr denn? Partisanen. Partisanen helfen ihnen, die ihr. Ach, das sind wie die Schläger, ja? Alles klar. Alles klar, das kriegen wir. Was ist hier geschehen? Nix, ich muss weg. Ich muss weg. Lalala. Der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Was stimmt denn nicht? Nala Aldin reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu rächen. Was mag ihn so Soldaten halten? Nein, da wollen wir nicht hin. Mit uns sein werde. Warum tut er das? Er uns den Sieg schenkt. Warum macht er das? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Eigentlich will ich ja zum Büro. Er hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Ich habe das Gefühl, als wenn ich mich im Kreis da drum wegbewege. Ne, Quatsch, ich muss ja da lang. Assassinzeichen. Das war das Zeichen. Später. Da kümmere ich mich später drum. Okay, ich bin dem sehr nah. Ne, warte mal, jetzt wieder hinter mir? Was, da rein oder wie? Das befindet sich auf dem Dach, das habe ich auch gerade festgestellt. Mensch, sag mal, irgendwie muss man doch verhindern, dass man komplett runterfällt, wenn man die Taste loslässt. Naja, ist ja auch egal. Altair, schön euch zu sehen. Und in einem Stück. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Das reicht. Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll sie beenden. Nun sagt mir, wo ich ihn finden kann. Sicher wisst ihr noch, wie man einen Gegner aufspürt. Natürlich. Herausfinden, wann er wo sein wird. Aber das überlässt man am besten. Ich verstehe.
geht und untersucht die Stadt, stellt fest, was er plant und wo er arbeitet. Die Vorbereitung entscheidet den Sieg. Was könnt ihr mir über ihn berichten? Tamir bestreitet seinen Lebensunterhalt als Schwarzhändler, fängt im Zugbezirk an. Ich schlage vor, dass er die folgenden Orte aufsucht. Ein kleiner Bazar nordöstlich von hier, die Madrasa im Osten und die Gärten nördlich dieses Büros. Konzentriert euch auf diese Orte und ihr solltet ihn gut kennenlernen. Ich soll vermutlich nach Erledigung zu euch zurückkehren. Ja, kehrt hierher zurück. Ich gebe euch Al-Mualems Feder und ihr gebt uns Tamirs Leben. Wie ihr wünscht. Doch bedenkt dies, Altair. Geratet ihr in Schwierigkeiten und wendet sich die Stadt gegen euch, kommt hierher zurück. Ich kann euch vor dem Sturm schützen, seid aber gewarnt. Wenn die Feinde zu nahe sind, bleibt meine Pforte geschlossen, bis ihr sie abgehängt habt. Habt ihr verstanden? Ja. Einen Feind herzuführen würde die Bruderschaft gefährden. Sehr gut, dann geht. Okay. Also Tamir ist mein Feind. Und wer bist du jetzt eigentlich? Wie hieß er? Hat er seinen Namen gesagt? Ach, würde er mir noch sagen.